Hallo, ich bin der Wastl vom Magazin Elektrorad und präsentiere euch heute das BH X-Step Carbon. Das E-Mountainbike des spanischen Traditionsherstellers zeichnet vor allem das gebogene Unterrohr aus, in dem der 720 Wattstunden Akku seinen Platz findet. Weiterhin bietet der Rahmen eine extrem schöne interne verlegte Zugführung, wo die Schalt- und Bremszüge im Steuerrohr durch die Steuersatzkappe reinlaufen und am Ende dezent aus dem Rahmen ins Schaltwerk verlaufen. Ansonsten sieht man am ganzen Rahmen keinerlei Züge. Die Ausstattung unseres Topmodells ist State of the Art, bietet ein Fox Fahrwerk, eine Shimano Schalt- und Bremsgruppe der XT, ein Raceface Cockpit und einen DT Swiss Hybrid 1700 Laufradsatz mit Maxxis Reifen. Am Hinterbau finden wir am BH ein Split Pivot System. Das System entspringt der Feder vom Fahrwerkspezialisten Dave Wiegel aus den USA, der das System so gezeichnet hat, dass also quasi im Antritt der Hinterbau sehr antriebsneutral funktioniert und beim Bremsen keinerlei Bremsreaktionen hervorgerufen werden. Die Eckdaten des Bikes sind 4 Rahmengrößen in 5 Ausstattungsvarianten. Die Räder gibt es immer in 5 Standardfarben und es gibt zudem die Möglichkeit über BH Unique 23.000 Farbkonfigurationsmöglichkeiten zu wählen, in der Rahmen, Details und Schriftzüge gewählt werden können. Für wen also ist dieses Bike? Durch den super komfortablen Split-Pivot-Hinterbau und die austarierte Geometrie wildert dieses 160 mm Enduro durchaus auch im All-Mountain- und Tourenbereich. Der leistungsstarke 720 Wattstunden Akku ist extrem ausdauernd und unterstützt auch große und schwere Fahrer, da dieses Bike mit 165 Kilo Gesamtzuladung deutlich mehr bietet als andere Hersteller. Das Bike hat übrigens einen Kauftipp im E-Mountainbike Spezial 1 2021 erhalten. Top Bike! Ich wünsche euch noch viel Spaß auf den Trails. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!